Ja, dann nochmal jetzt herzlich willkommen. Mein Name ist Antonius Albers. Wir haben hier eine Demo vorbereitet in Zusammenarbeit mit der Firma Schunk. Ist der Herr Witkowski von der Firma Schunk. Vielleicht stellen Sie mal selber vor. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Firma Schunk, Thomas Witkowski ist mein Name. Ich bin zuständig im Produktmanagement und Produktvertrieb für das Thema Werkzeughalter und da insbesondere für digitale Produkte. Und ein digitales Produkt, was wir gerade auf den Markt bringen, ist der iTendo. Den werde ich Ihnen gleich intensiver vorstellen. Ja, die Idee, die dahinter steckt, ist, wir haben in diesem Fall ein fiktives Bauteil aus einem rostfreien Stahl und den werden wir mit im Wesentlichen Schaftfräsern bearbeiten und die Schnittparameter dabei variieren. Und der Herr Witkowski wird Ihnen das System erklären, was wir damit aufzeichnen können. Genau, also ich fange einfach mal an, ein bisschen zum iTendo zu erklären erstmal, um ein bisschen zu wissen, worum es geht. Also das Schlimmste, was einem im Prozess passieren kann, sind eigentlich hohe Schwingungen. Weil hohe Schwingungen verursachen eine schlechte Oberfläche, hohe Schwingungen gehen auf die Standzeit des Werkzeuges. Deshalb haben wir uns überlegt, dass es sinnvoll wäre, einen Beschleunigungssensor in den Werkzeughalter direkt zu integrieren und möglichst dicht am Prozess diese Schwingungen aufzunehmen. Das heißt, wir werden nachher in den Prozessen, die da Toni vorbereitet hat, mal schauen, wie hoch sind dann da die Schwingungen. Wir sind jetzt im Vorfeld nicht wirklich dazu gekommen, Prozesse zu optimieren, aber wir haben mal verschiedene Schnittdaten vorbereitet und die können wir einfach mal vergleichen und schauen, in welchem Prozess sind die Schwingungen höher, in welchem Prozess sind die Schwingungen niedriger. Um das einfach mal zu demonstrieren, also hier sieht man die Antenne. In den iTendo ist ein Beschleunigungssensor auf der Drehachse integriert, weil ich will ja nicht die Fliehkraft messen beim Rotieren, sondern ich will quasi die Schwingung im Prozess sehen. Wir können mit dem Werkzeughalter bis zu 30.000 Umdrehungen fahren. Wir können ganz normal Schmierkühlmittel einsetzen bis 80 Bar. Die Patrone geht zwar über die Mitte der Bohrung, aber das Kühlschmiermittel fließt außenrum. Ja? Hier auf der Maschine haben wir den HSK A63 integriert, hier in der Hand ist jetzt ein SK40. Das heißt, wir haben verschiedene Standardhalter mit der Technologie schon ausgerüstet. So, und ich schalte hier einfach mal weiter. Wir kommunizieren quasi in Echtzeit, im ersten Schritt jetzt mit einem Tablet. Im weiteren Schritt wollen wir dann auch Maschinenintegration vornehmen, aber das ist jetzt der erste Schritt, den wir hier auch demonstrieren können auf der Maschine. Das heißt, die Daten werden direkt übermittelt per Bluetooth an ein Tablet. Ich sehe jetzt hier verschiedene Halter im Umkreis, weil ich verschiedene iTendos mitgebracht habe. Das ist jetzt hier die Seriennummer 2130 am Ende. Man sieht die aber auch aufgeprägt auf dem Schaft außen drauf. Ich verbinde mal hier. Jetzt wird die Verbindung zum Werkzeughalter hergestellt. So, und wenn der Toni jetzt mal den Halter ein bisschen schüttelt, dann sehen wir im Prinzip die Schwingung hier direkt auf der Oberfläche. Es sei noch dazu gesagt, die Schwingungen werden in X-Richtung gemessen, das heißt quer durch die Hülse durch. Wir nehmen nicht in Z-Richtung auf, sondern in X-Richtung, gerade für Fräsprozesse, damit wir in solchen Prozessen die Schwingungen schön sehen können. Genau, den Rest, also wichtig für uns war, dass wir tatsächlich einen sensorischen Werkzeughalter im Prozess 1:1 tauschen können. Das heißt, wir haben die Kontur und die Eigenschaften von dem Werkzeughalter nicht verändert, sondern haben wirklich einen Standard-Serienwerkzeughalter mit Hydroden-Technologie mit der Hülse bestückt. Also wir haben hier ein Rohling, wie gesagt, aus einem rostfreien Stahl. Und in diesen Rohlingen sind dann jetzt noch ein paar Bearbeitungsschritte, die im Wesentlichen auch mit dem iTendo aufgenommen werden. Das heißt, wir werden in dieser vorgegebenen Kontur diese Einbuchtungen einfräsen und dabei dann feststellen mit Startwerten, sagen wir mal nahe Katalogwerten, und zu schauen, wie sich auf dieser Maschine das Werkzeug mit diesen Schnittdaten verhält. Dann würden wir variieren. Und zwar, wir machen im Prinzip die gleiche Kontur, nur noch mal jetzt nachgesetzt, variieren wir die Vorschübe, die Schnittgeschwindigkeiten und in einem dritten Schritt machen wir das dann nochmal, um jetzt mal drei verschiedene Aufnahmen zu haben. So, wir sind jetzt mit dem Werkzeug verbunden. Wir sehen, wie hier Daten reinlaufen. So, Thomas, dann lege ich jetzt los. Okay. Ja.
diese Kontur, dass ich hier am Boden, könnt ihr es schön sehen, die Vertiefung. Und das sind die Spitzen, die wir da sehen, einmal auf dieser Seite und dann auf der Rückseite. Also 4 intensive Bearbeitungsschritte haben wir hier. Das heißt, wir fahren jetzt einmal die Kontur ab und werden dann quasi einen zweiten Schnitt machen mit der gleichen Kontur, aber dabei die Schnittdaten verändern. Also stopp. Wir können jetzt schon mal in die Aufnahmen reinschauen. Wir haben gerade 2 Aufnahmen aufgezeichnet und die automatische hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Bei der automatischen Aufnahme haben wir den Anstieg vom Signal hier erkannt und haben die Aufnahme getriggert. Ich kennzeichne diese Aufnahme mal hier mit Start. So, wir können das auch hier machen. So, und wir sehen jetzt quasi, das war unser erster Prozess. Wir sind jetzt gleich dann bereit für den zweiten Prozess. Ja. Ja, den starte ich jetzt. Also wir sehen da, wo der Bereich so blau hinterlegt wird, da wird eine automatische Aufnahme ausgelöst. Das heißt, ich habe einen Schwellwert festgelegt. Wenn der überschritten wird, dann wird für eine bestimmte Zeit aufgezeichnet. So, für Sie jetzt, wir haben den Vorschub pro Zahnwert erhöht. Das heißt also, die Bearbeitungsdauer dürfte etwas kürzer geworden sein. Wie macht sich das auf die Schwingungen bemerkbar? Was wir schön sehen, der Prozess ist viel kürzer geworden, weil wir einen höheren Vorschub fahren an der Stelle. Wir sehen bei den Schwingungen im Prozess keinen großen Unterschied gerade. Also annähernd gleiche Schwingung, aber erheblich schneller gefahren. Ja. Ist auch erstmal eine Erkenntnis. Ja, das ist auch häufig ein Hinweis, den man hat. Oh Gott, der Vorschub nicht zu hoch, aber der Zerspannungsprozess wird eigentlich, je nachdem wie man begonnen hat, stabilisiert. Die Bearbeitungszeit verkürzt und so am Ende vielleicht sogar längere Standzeiten, möglicherweise. Und den größten Einfluss auf Schwingung hat natürlich in der Regel die Drehzahl der Spindel. Habe ich quasi eine Veränderung in der Drehzahl, da bin ich entweder in stabilen Bereichen oder in instabilen Bereichen. Also der größte Einfluss ist immer die Spindel. Ja, jetzt haben wir den Vorschub erhöht und die Drehzahl ein bisschen runtergenommen. Also, wenn wir das jetzt nochmal anschauen. Das hier war der Startprozess. Dann haben wir hier quasi den VC. Toni, hilf mir. Hier war der VC dann erhöht. Und jetzt haben wir den VC runtergenommen und den Vorschub pro Zahn nochmal erhöht. Dass wir also Zerspannungsvolumen gleich gehalten haben, aber die Intensität auf der Schneide zurückgenommen haben. Also das war hier der dritte Prozess mit den Spitzen, genau. Ja. Also das ist ein interessantes Phänomen, was aber in der Einrichtung nicht aufgetreten ist, war erst auf der Rückbewegung. Also gleiches Werkzeug, Nutfräsen, und zwar um diese Zylinder hier freizusetzen. Der tritt hier ein, hat dann Vollnut, ja, und tritt dann hier aus und macht diese 2 Halbbögen. Wobei er einmal natürlich Vollnuten hat. So, jetzt. Ja. Ja, also das war die Vollnut, oder? Und das sind die beiden Ecken. Und das ist Kontur. Das heißt also, ich habe ja hier auf diesen Ecken noch diese beiden Spitzen hier stehen. Einmal fahre ich so durch und dann habe ich diese beiden Spitzen, das sind die beiden. Und das ist das Nutfräsen. Jetzt hier das gleiche Spiel, auch Schnittgeschwindigkeit runter. Da sehen wir jetzt deutlich höhere Spitzen. Ja.
Das geht also, halt zackiger ins Material rein. Bitte? Der kann grundsätzlich bis zu 8 bis 10 Stunden Dauerbetrieb und 10 bis 14 Tage Standby. Also im Werkzeugmagazin, wenn er nicht angesprochen wird oder keine Daten überträgt, dann hat er Standby. Ja, und im Prozess wird er dann, also jetzt ist er natürlich die ganze Zeit aktiv, später soll er quasi im Prozess getriggert werden, wenn er aktiv ist. So, aber wir sind knapp in der Zeit, ich verbinde mal den anderen Halter. Genau. Also was wir jetzt machen wollen mit diesem Werkzeug, was Sie hier schon in der Maschine sehen, eine Schulter schlichten. Ja, die ist 40 mm hoch und da haben wir einen 10er Fräser für ausgesucht. Hätte natürlich auch jedes andere Werkzeug sein können, aber einfach mal die Extreme zu zeigen. Ja. Wir werden 3 Schlichtbahnen machen, hier auch wieder Schnittgeschwindigkeit variieren und Vorschub variieren. Also ist jetzt ein anderer Itendo, der da drin ist, weil sonst hätten wir das Werkzeug noch umbauen müssen. Da hier zu dem Halter auch nochmal diese Kühlmittelführung an dem Schaft entlang. Ne, das ist auch nochmal besonders. Also jetzt geht's los. Okay. Also mit Kühlschmiermittel am Halter meint er die Zwischenbüchse. Wir reduzieren von Durchmesser 20 auf Durchmesser 10. Und die Zwischenbüchse, die hat Schlitze. Das heißt, da kommt an der Seite kommt das Kühlschmiermittel am Werkzeug raus. Also wir fahren jetzt die Kontur außen ab und sehen hier jetzt wieder die auftretenden Schwingungen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie das Werkzeug jetzt in der Umschlingung sich befindet in der Kontur. Stopp. Okay, dann ändern wir gleich die Schnittdaten. Ja. Was machen wir jetzt? Was verändern wir jetzt? Wir werden jetzt die Schnittgeschwindigkeit runternehmen. Runternehmen? Ja. Okay. Da, offensichtlich, man sieht ja, dass da ziemlich viel Druck bei den Querbohrungen da drauf gekommen ist. Also, jetzt geht's los. Ja. Also wir sehen schon, es treten auch weniger Schwingungen auf. Reduzierte Schnittgeschwindigkeit jetzt. Wir brauchen jetzt natürlich auch länger. Genau, das ist der Nachteil. Ja. Aber jetzt ist die Oberfläche schon mal harmonisiert. Ja. Also stopp. Also grundsätzlich erheblich weniger Schwingung, brauchen wir gar nicht ins Rekord reingehen. Haben wir hier direkt die Gegenüberstellung. Ja. Aber man hat halt die Möglichkeit im Tablet später zu vergleichen. Ja, Schnitt 1, Schnitt 2, Schnitt 3. Und hat direkt den Vergleich, wie hat sich die Schwingung im Prozess verändert. So, jetzt würden wir, weil das natürlich länger gedauert hat, vielleicht den Vorschub pro Zahnwert erhöhen. Schnittgeschwindigkeit bleibt jetzt zurückgenommen, aber den Vorschub pro Zahnwert wieder hochnehmen. Okay. Also die radiale Abnahme bleibt immer gleich. Ja. Aber man sieht schon durchaus wieder mehr Schwingung. Ja. Ne? Ja, das wäre jetzt die Optimierungsschritte, die man sich dann überlegen muss. Ne? Ja. Aber es könnte durchaus sein, Sie machen einen Drehzahlsprung nach oben und haben plötzlich weniger Schwingung. Ja, weil Sie einfach in den Drehzahlbereich kommen, wo die Eigenfrequenz weniger angeregt wird. Genau. Damit sind wir eigentlich am Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse. Okay.